Es gibt sehr viele Spartipps und heute geht es um den radikalsten Spartipp überhaupt. Es heißt finanzielle Diät. Heute sprechen wir über die Vor- und Nachteile solcher Diät. Zudem erzähle ich euch 5 Geheimnisse über den Erfolg finanzieller Diät. Du bist auf meinem Kanal und der erste Schritt, der dich reich machen wird, ist das Abo unter diesem Video. Die finanzielle Diät wurde entwickelt, um schlechte Gewohnheiten mit Geld schnell aufzulösen. Es löst dich von ständigen Konsumkrediten und du lernst schnell, dein Budget zu planen. In der Zeit, wo du diese Diät machst, darfst du nur Geld ausgeben, welches du zum Überleben brauchst. Zum Beispiel Wohnung, Essen und notwendige Sachen. Aber nur das. Man macht diese Diät nur kurzfristig. Sie hilft aber nachhaltig, deine Geldgewohnheiten zu ändern. Oder mindestens, dass du einige Zeit weniger ausgibst und bewusster mit dem Geld umgehst. Bevor wir starten, solltest du folgende Regeln wissen. Die finanzielle Diät sollte 21 Tage gehen. 3 Wochen ist eine gute Zeit, wo man sich darauf konzentrieren kann. Kaufe nur das Nötigste. Kaufe nichts, was du nicht zum Überleben brauchst. Kein Friseur, kein Kino, keine Cafés, Geschenke, Klamotten und so weiter. Vergiss alles. Du kannst nur Essen, Miete und Medikamente kaufen. Mehr nicht. Bezahl alles in bar. So kannst du dich besser kontrollieren und du bekommst ein besseres Gefühl zu Geld. Zudem ist es eine visuelle Erinnerung an die Diät. Wenn du Geldscheine in deinem Portemonnaie siehst, dann freust du dich, dass du noch nicht alles ausgegeben hast. In der Zeit musst du auf jeden Fall ein Haushaltsbuch führen. Das ist wichtig. Schreibe alles auf, was du kaufst. Was könntest du sparen? Und was wolltest du kaufen und hast es trotzdem nicht gekauft? Schreib am besten alles auf, ganz detailliert. Am Ende der Diät musst du alles analysieren, um zu erkennen, wofür du sonst das ganze Geld ausgibst. Wenn du mit den Regeln einverstanden bist, dann kannst du ab sofort nach diesem Video starten und schreib unten in die Kommentare, ob du dich getraut hast. Du sollst selber für dich entscheiden, ob du das machen willst. Hier sind ein paar Vorteile der Diät. Das ist ein wichtiger Anfang für deinen finanziellen Erfolg. Wenn du es durchziehst, wirst du später nachhaltig sparen können und somit dein Vermögen aufbauen. Du verstehst, dass du locker mehrere hundert Euro im Monat sparen kannst für deine Träume oder deine finanzielle Freiheit. Ebenso lernst du, deine Kreditkarte weniger zu nutzen. Es ist wie bei einer echten Diät. Wenn du abnehmen willst, solltest du zu Hause keine Schokolade oder Pizza haben. Das ist ganz logisch. Also teste deine Willenskraft nicht und besuche keine Einkaufsmeilen, wo du sonst sehr viel Geld ausgibst, wo du normalerweise viel Geld ausgibst. Mach das nicht. Vergiss aber nicht, dass jede Methode auch Nachteile hat. Diese Diät wird nicht auf eine magische Art all deine Geldprobleme lösen. Wenn du Schulden hast und ernsthafte Geldprobleme hast, solltest du kein Wunder erwarten. Die 21-tägige Diät hilft dir, deine Ausgaben auf jeden Fall zu überdenken und dein Budget neu zu planen. Aber du hast noch einen schwierigen Weg vor dir, wenn du finanziell frei werden möchtest. Mit der Diät solltest du nicht übertreiben. 21 Tage reichen vollkommen aus. Das ist wie ein kleiner Neuanfang. Danach wirst du deine Ausgaben auf jeden Fall überdenken. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann möchte ich dich motivieren und dir ein paar Tipps geben, damit du das wirklich durchziehst. Aber bevor wir starten, möchte ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Das zeigt mir, dass du es wirklich ernst meinst. Als erstes schreibst du auf, was deine Wünsche sind und was wirklich notwendig ist. Mach eine Liste. Und wenn du dich entscheidest, dass zum Beispiel Brötchen an der Tanke nur ein Wunsch ist und nicht wirklich notwendig ist, dann hilft es dir dabei, deine Ausgaben zu vermeiden. Die Geldnot macht erfinderisch und du wirst Möglichkeiten finden, wie du auch ohne Geld Spaß haben kannst. Du kannst zum Beispiel selber deine Brötchen schmieren und somit viel Geld sparen. Du kannst deine Aktivitäten kostengünstig gestalten. Du kannst dir neue Hobbys suchen. Erzähl von deinem Experiment. Einige werden dich nicht verstehen und vielleicht sogar auslachen, aber einige werden vielleicht mitmachen und zusammen kann man die Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen, also sich gegenseitig unterstützen und dann wird das auch viel, viel schneller klappen. Feier das Beenden der Diät. Wenn du es durchgezogen hast, belohn dich mit einem Geschenk. Du sollst nicht das ganze gesparte Geld ausgeben.
Aber ein kleines Geschenk hast du auf jeden Fall verdient. Und das restliche Geld packst du beiseite oder du zahlst einfach deine Schulden ab. Diese Diät klingt hart, ist aber nicht so schwer, wenn man den Tipps folgt und sich vorher Gedanken gemacht hat. Das ist kein Wundermittel, das all deine Geldprobleme löst, aber danach gehst du mit dem Geld ganz anders um. Das verspreche ich dir. Like dieses Video, wenn du was lernen konntest und vergiss nicht, dass der erste Schritt zur finanziellen Freiheit ist das Abo unter diesem Video. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast und bis zum nächsten Video. Ciao!